CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn die Kollegin von der Fraktion Die Linken versucht, hier den Eindruck zu erwecken, als ob das Thema Energieeffizienz in diesem Haus noch nicht bekannt wäre und auch in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht bekannt wäre und auch bei der Wirtschaft nicht bekannt wäre, ich glaube, dem ist nicht so. Denn ich glaube, die Industrie hat, und so ehrlich sollten wir vielleicht auch sein, hat schon lange vor uns verstanden, wie wichtig Energieeffizienz ist. Und deswegen hat sie das auch schon sehr propagiert, das schon seit sehr langer Zeit und macht auch schon eine ganze Menge. Denn viele der Unternehmen in Deutschland und vor allem diejenigen, die stromintensiv produzieren, sind weltweit Vorreiter, wenn es um energieeffiziente Lösungskonzepte und Produktionsweisen geht. Und dafür gibt es auch hinlänglich Belege. Und die Gründe dafür sind übrigens auch denkbar einfach. Das Eigeninteresse der Firmen und der Markt steuern die Unternehmen nämlich fast zwangsläufig in diese Richtung. Und es gibt Firmen, die schon sehr früh auf innovative Technik gesetzt haben, auch aus Überzeugung. Und so können wir heute feststellen, dass die energieintensiven Industrien in Deutschland bereits jetzt die Effizienzstandardziele von 2050 erreichen. Und auch nur so haben wir es geschafft, in der Bundesrepublik Deutschland das Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch zu entkoppeln. Und das ist uns übrigens schon im letzten Jahrhundert, jetzt darf man das ja sagen, gelungen. In den letzten Jahren haben das Gewerbe, der Handel und die Industrie durchschnittlich jährlich 10% Energie einsparen können. Und das ist meines Erachtens überaus erfreulich. Dennoch gibt es selbstverständlich noch immer erhebliche, auch ungenutzte Potenziale. Und genau hier setzt die Europäische Effizienzrichtlinie an und auch der im Dezember letzten Jahres verabschiedete Nationale Aktionsplan Energieeffizienz. Aber ich denke, wir sind uns auch darüber im Klaren, dass wenn man bereits energieeffiziente Lösungen nutzt, es nicht so ganz einfach ist, sich zu steigern, als wenn man bei Null anfängt. Es bedarf daher einer ganz genauen Analyse, welche Hemmnisse und Barrieren bestehen. Denn die Rahmenbedingungen in Deutschland sind insgesamt gut. Vor allem aber muss man aufpassen, dass man die erzielten Erfolge nicht durch neue Regelungen zunichte macht. Augenmaß ist hier ganz besonders wichtig. Und die Vergangenheit hat auch eines ganz klar gezeigt, die Energieeffizienz funktioniert nur, wenn man bei der Durchsetzung von Maßnahmen auch auf die Wirtschaftlichkeit achtet. Diese Maßgabe ist daher für uns als CDU-CSU-Fraktion auch nicht verhandelbar. Deshalb haben wir darauf auch bei der Ausarbeitung des heute zu verabschiedenden Gesetzes auch unser Augenmerk gelegt und flankieren als Koalitionsfraktion das Gesetz durch einen gemeinsamen Entschließungsantrag und einen Änderungsantrag. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, ich brauche nicht mehr darauf konkret einzugehen, was mit dem heutigen Gesetz geregelt werden soll. Ich glaube, Frau Kollegin Scheer hat das ja auch schon gesagt, dass der Start im Dezember diesen Jahres sein soll. Und da liegt auch für die Unternehmen natürlich schon die erste Hürde. Da wir aus den unterschiedlichsten Gründen in der Umsetzung der EED, und das muss man zugeben, ein wenig der Zeit hinterherhinken, ist natürlich jetzt auch die Umsetzungsfrist für die Unternehmen etwas eng geworden. Daraufhin haben wir reagiert, wie ich gleich noch erläutern werde. Die Anhörung der vergangenen Woche hat aber auch gezeigt, dass es noch der Klarstellung an weiteren Punkten bedarf. Worum geht es dabei? Wie schon erwähnt, werden KMUs ausgehend von einer eigenständigen EU-Definition verpflichtet, ein Energieaudit durchzuführen. Und konkret betrifft dies kleine und mittelständische Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten, maximal 50 Millionen Umsatzerlös oder maximal 43 Millionen Bilanzsumme. Unsere Nachbarn in Frankreich haben eine eigenständige Definition gewählt und dies ins Gesetz geschrieben. Das dient bei ihnen der Reduzierung der Zahl der betroffenen Unternehmen. Aber nach unserer Auffassung ist das vermutlich nicht europarechtskonform. Und deswegen haben wir uns für eine ganz klassische 1-zu-1-Umsetzung entschieden, wie wir im Übrigen das auch bei vielen anderen Dingen machen. Und auf der Grundlage des Gesetzes müssen in Deutschland jetzt ca. 50.000 Unternehmen Energieaudits durchführen. Ein Energieaudit stellt anhand anerkannter Standards die Verbräuche des Unternehmens fest und verfasst Handlungsempfehlungen für Einsparungen. Schätzungen zufolge können Energieaudits Energieeinsparpotenzial in Höhe von bis zu 20% aufzeigen. Man muss aber beachten, wie ich schon auch eingeführt habe, dass viele der betroffenen Unternehmen aus Eigeninteresse bereits höchst energieeffizient arbeiten. Überdies stellt ein Audit, und da stimme ich Ihnen zu, Frau Bulling-Schröter, nur die Verbräuche fest. Damit wird noch nichts eingespart. Deswegen sind die Erwartungen an die Auditpflicht, sollte man auch nicht zu hoch hängen.
Grundsätzlich sind Audits aber ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, denn auf der Grundlage dieser anerkannten Standards verbessern wir erheblich die Datenlage und erlangen nunmehr vor allen Dingen eine genaue Erkenntnis über die spezifischen Energieverbräuche der einzelnen Unternehmen. Und daraus wiederum lassen sich wichtige Schlüsse ziehen. Audits sind insofern ein guter Zwischenschritt für die Erreichung unserer Effizienzziele. Und in der Regel, und das hat die Vergangenheit auch gezeigt, sind die auch ein Ansporn für Unternehmen, die noch nicht gehobenen Potenziale auch tatsächlich zu verwirklichen, wie die Implementierung von EMAS und schon vor vielen Jahren eindrucksvoll bewiesen hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Audits führen, wie gesagt, nicht zwangsläufig zur Einsparung. Um aus der Einführung von verpflichteten Energieaudits einen möglichst großen Nutzen zur Steigerung der Energieeffizienz zu erzielen, ist es daher von Bedeutung, dass wir kein Kapital unnötig binden. Folglich ist es richtig, den bürokratischen Aufwand so gering wie möglich zu halten. Darüber hinaus sollten nicht zielführende Maßnahmen tunlichst vermieden werden, denn es ist ganz einfach, Geld, welches für den bürokratischen Aufwand ausgegeben wird, ist in der Regel nicht mehr da, um es in die Energieeffizienzsteigerung zu investieren. Und genau an diesem Gedanken setzt auch unser Entschließungs- und Änderungsantrag an. Wir möchten damit erreichen, dass im Vollzug die Hauptzielrichtung nicht außer Acht gelassen wird. So fordern wir, dass es für Unternehmen mit einer Filialstruktur, sofern diese gleichartige Standorte haben, möglich sein muss, die Erkenntnisse aus den Untersuchungen zu übertragen und die notwendigen Daten im Rahmen eines Multisite-Verfahrens zu erfassen. Ich glaube, das bedeutet für viele dieser Betriebe eine Erleichterung. Ebenso erachten wir es als sinnvoll, beim Vollzug Amortisationszeiten mit Lebenszykluskostenanalysen gleichzusetzen, sofern die Erstellung von Lebenszykluskostenanalysen einen nicht vertretbaren Mehraufwand bedeutet. Und genauso wichtig ist es uns, dass qualifiziertes Personal in den Unternehmen auch weiterhin Audits durchführen kann, denn hier muss eine praxisgerechte Lösung gefunden werden, da auch sonst unnötige Kosten verursacht werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie erwähnt, wir sind ein wenig im Verzug und deswegen sprechen wir uns auch dafür aus, dass im Vollzug darauf geachtet wird, dass Unternehmen, die umfassende Energiemanagementsysteme auf die Auditpflicht einführen wollen, Frau Scheer hat da ja schon darauf hingewiesen, und die damit auch noch einen Schritt weitergehen als das, was die Richtlinie von Ihnen fordert, dass sie nicht für die Verzögerung durch uns bestraft werden. Aber auch diejenigen, die nur das geforderte Audit durchführen sollen, sofern sie nachweisen können, dass die Verzögerung nicht durch Eigenverschulden herbeigeführt wurde, nicht mit Penalen belegt werden, wie sie die EED im Übrigen auch vorsieht. Ich denke, das sind praktikable Vorschläge, die wir gemacht haben, die auch das Bundeswirtschaftsministerium, so hat es uns zugesagt, im Rahmen des Vollzugs auch berücksichtigen wird. Denn Energieeffizienz ist zweifellos eine Chance. An diesem Gedanken sollten wir auch festhalten. Und deswegen hoffe und setze ich auch darauf, dass wir dann in weiteren Umsetzungen im Rahmen der Umsetzung des NAPE und der vielen Maßnahmen und Regelungen, die noch vor uns stehen, weiterhin konstruktiv zusammenarbeiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Dr. Julia Verlinden, Bündnis 90 Die Grünen.